Nehmen Sie zwei Beispiele. Wir brauchen eine kluge Mischung aus Bestandspflege und Neuansiedlung. Deswegen sind wir in Brunsbüttel dabei, die Infrastruktur mit dem Hafen zu erweitern, um neue Chancen bieten zu können. Und Ähnliches werden wir auch erleben, manchmal schmerzhaft, aber mit Chancen in Kiel an einem Standort, wo sich Unternehmen wandeln, wo Strukturwandel stattfindet, wo Flächen vorhanden sind, Stichwort MFG 5, die wir entwickeln müssen, um daraus Standortchancen zu nutzen, auch gerade für Industriepolitik, meine Damen und Herren. Und wir müssen über den Tellerrand hinausschauen. Wir können nicht nur Industriepolitik für Schleswig-Holstein machen, wir müssen in der Metropolregion Hamburg denken, wir müssen norddeutsch denken, denken Sie nur an das Luftfahrtcluster zusammen mit Airbus, da gibt es viele Unternehmen im Hamburger Rand, die davon profitieren. Das ist auch Industriepolitik. Denken Sie an Schleswig-Holstein und Dänemark, das, was Danfoss im Grenzraum alles gemeinsam mit uns macht. Und das sind die Zukunftsmöglichkeiten, die wir nutzen müssen, wie zum Beispiel über ein Regionalmanagement an der Unterelbe gemeinsam mit Niedersachsen und Hamburg. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung begreift Industriepolitik nicht als abstraktes Konzept. Wir verstehen Industriepolitik als aktive Wirtschaftspolitik, die ganz konkret handelt, und darüber werden wir gerne im Ausschuss diskutieren. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.